Okay, mein Freund. Ist bei dir alles gut? Brauchst du noch was? Ein Kaffee? Ein Cappuccino? Ein Latte Macchiato? Ein Shot? Jägermeister? Eine Gala? Freundin. Ey, danke, mein Lieber. Ich glaube, das wird eine mega Farbe. Aber ist es normal, dass es so ein bisschen kribbelt? Ja, musst du dir keine Sorgen machen. Du weißt doch, wie es ist. Wer schön sein will, muss leiden, ne? Ja, habe ich schon mal gehört, aber... Also, es brennt vielleicht sogar so ein bisschen. Ist das normal? Das brennt, sagst du? Das ist eher unnormal. Hältst du es denn aus? Glaubst du, schaffst das? Nee, jetzt mal ernsthaft. Hast du irgendwas, womit ich mich ein bisschen kratzen kann? Okay, das ist vielleicht nicht das Beste, was du tun kannst, aber wenn dir das hilft... Hier, mein Lieber. Okay. Sieht aus wie der Elderstab, ist dir klar, ja? Ja, weil du vorhin Elderstab gesagt hast, siehst gerade aus wie der Dekan von Hogwarts, Junge. Was hast du gesagt? Wie ein Zauberer? Aus Hogwarts? Ja, schön wär's. Dann hätte ich wahrscheinlich eher einen Zauberspruch, um den Quatsch hier unter Kontrolle zu kriegen. Gibt's da nie irgendwas? Ob's da was gibt, um das abzustellen? Ganz ehrlich, bin ich ein bisschen überfragt. Müsste ich mal meinen Kumpel Tom von Pulse of Beauty fragen. Ey Tom, gibt's da was? Und ob's da was gibt. Nämlich Antidot Pro. Ihr habt es am Anfang gesehen und ihr kennt es alle zur Genüge. Kunden, denen es nicht wirklich gut geht dabei, wenn sie Farbe oder Blondierung bekommen. Kunden, die darüber klagen, dass es krabbelt, kratzt, juckt, brennt. Vielleicht hat der ein oder andere von euch sogar schon mal jemanden gehabt, der wirklich eine allergische Reaktion hatte. Und ich kann euch eins sagen, das wird immer mehr. Ich bin jetzt seit knapp 16 Jahren dabei, in der Branche als Friseur. Und so vor 15, 16 Jahren war das noch so, man hat immer mal einen gehabt, der gesagt hat, hey, guck, ich habe eine Allergie gegen PPD, Resorzinol, irgendwas, was ich halt ganz oft eben in der Haarfarbe drin habe. Gab auch genügend Leute, die hatten Probleme mit verschiedenen Sulfaten, Bestandteilen von Shampoos, Masken etc. Aber das war halt nicht wirklich die Masse. In den letzten Jahren allerdings habe ich so die Beobachtung gemacht und auch so das Gefühl von dem, was ich von meinen Kollegen höre, das wird irgendwie immer mehr. Der Graph geht exponentiell nach oben und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir eine Lösung dafür brauchen. Nämlich, dass unsere Kunden eben nicht aufhören müssen, ihre Haare zu färben oder zu blondieren. Wir, unsere lieben Stammkunden und unsere Freunde verlieren daran, dass sie eine Kontaktdermatitis entwickeln. Jetzt werdet ihr zu Recht fragen, was zur Hölle ist denn eine Kontaktdermatitis? Und das ist eine Art Allergie. Eine Allergie baut sich so auf, dass ich dem Körper und dem körpereigenen Immunsystem Fremdstoffe entgegensetze. Das muss nicht zwangsläufig PPD sein, das kann alles Mögliche sein. Und diese Sensibilisierung des Körpers kann irgendwann dazu führen, dass das Immunsystem anfängt, diese Fremdstoffe anzugreifen. Und wenn es das tut, dann äußert sich das in der Art und Weise, wie ihr das heute kennt. Das kann schwach sein mit Rötungen, Pickelchen, das geht dann weiter mit Kratzen, Jucken, Brennen und geht wirklich so weit, dass Leute, die eine harte Allergie dagegen haben, halt auch wirklich der Rachen zuschwillt, Atemnot bekommen oder einen anaphylaktischen Schock im allerschlimmsten Falle erfahren. Diese Kontaktdermatitis kann gegen alles Mögliche entstehen. Aber die Chance, dass wir sie quasi verantworten über unsere Produkte, ist relativ hoch. Und man merkt es eben auch, heute ist diese Zahl der sensibleren oder sensitiveren Menschen gegenüber kosmetischen Inhaltsstoffen weit, weit höher, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Und wir brauchen darauf eine Antwort, wenn wir im Salon langfristig so weitermachen wollen wie heute. Jetzt werdet ihr natürlich schon sagen, okay, da gibt es bestimmt ein Produkt, sonst macht der Mann hier kein Video, richtig? Und ja, es gibt dafür ein Produkt und ich halte es für eines der wichtigsten und zukunftsweisendsten Produkte, die wir am Salon haben können. Und ich meine das wirklich ernst. Und ich kann es euch deswegen so ernst sagen, weil ich es selber benutzt habe, selber einen Erfolg damit erlebt habe, für mich selber als Person und deswegen euch nur so hart ans Herz legen kann, holt euch das in den Salon. Nicht nur für euch, sondern vor allen Dingen für eure Freunde, Kunden, Kollegen, alle, die bei euch im Stuhl landen. Sie werden es euch danken, langfristig, aber auch jetzt schon. Wovon rede ich jetzt konkret? Von Antidot Pro. So schaut dieses wunderschöne Produkt aus.
Das ist die Nummer 1, das ist Skalp. Und Skalp ist das, was in Farbe und Blondierung kommt. Gerade für all die Sachen, die wir auf der Kopfhaut machen. Globalblondierungen, Ansatzfärbungen, alles, was sich um die Kopfhaut herum abspielt, auch in Demis, Mattierungen, alles, womit ich in der Kopfhaut in Berührung komme, dieses Produkt rein. Ich sag gleich mal vorab, wie es funktioniert. Antidot Pro 1 kommt in die fertige Mischung unserer Farbe. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Die meisten von uns machen von der Ansatzfarbe 30 Gramm Farbcreme an. Die meisten Farben werden 1:1 gemischt. Habe ich also 30 Gramm Farbe, 30 Gramm Oxidant, 60 Gramm Gesamtmasse. Und der Schlüssel für die Menge von Antidot Pro 1 ist 1:6. Habe ich also 60 Gramm komplette Mischung, kommen da 10 ml von der Phase 1 rein. Habe ich 90, 15, 120, 20, etc. Und das ist super einfach, super stringent. Steht hier hinten übrigens auch drauf. Also ihr müsst euch nie einen Kopf machen, wo muss ich nachschauen. Antidot Pro liefert euch genau das schon direkt auf der Flasche. Dann habe ich einen Pumpspender und ihr könnt schon sehen, ich zeige euch das mal. Das ist eigentlich fast wie eine Creme. Ja? Tatsächlich ist es, wenn man es sich live anguckt, eher ein bisschen wässriger vom Zusammenhang her. Fügt sich aber mega in eine Mischung aus Farbe und auch Blondierung ein und bringt einen extremen Vorteil gerade bei Blondierung. Da ist nämlich extrem viel Feuchtigkeitsanteil drin, weil der Hauptinhaltsstoff ist eine Mischung aus 12 Ölen. Das heißt, ihr habt einen unglaublichen Feuchtigkeitseffekt auch in eurer Blondierung. Die trocknet weit weniger schnell aus und wenn sie länger feucht bleibt, kann sie länger arbeiten. So, von Zusätzen, die die Kopfhaut schützen sollen, habt ihr vielleicht das ein oder andere schon mal gehört. Was macht dann jetzt Antidot Pro anders? Es ist recht einfach und schnell erklärt. Ich zum Beispiel bin niemand, ich habe Heuschnupfen, ich habe Allergien. Und um die in den Griff zu kriegen, nehme ich Antihistamine. Der ein oder andere kennt, ich bin jetzt kein Pharmavertreter oder so, aber der ein oder andere kennt vielleicht Lorano oder Cetirizin. Das sind so die bekanntesten Antihistamine, die man nehmen kann. Und wenn ich jetzt gesagt habe, eine Kontaktdermatitis ist eine Allergie, dann macht es Sinn, dagegen ein Antihistamin zu nehmen. Und genau das ist Antidot Pro. Das einzige Antihistamin-Produkt. Und damit kann ich zwei Sachen erreichen. Einerseits kann ich heute Symptome einer Allergie, nämlich dieses Krabbeln, Kratzen, Jucken und Brennen, das sind schon Symptome einer Allergie. Das kriege ich heute sofort in den Griff, indem ich das nicht mehr habe. Denn ganz ehrlich, Haare färben und blondieren muss eine super Erfahrung sein. Wer will schon seinen Kunden im Salon sitzen haben, der dann sowas sagt? Oh, ich muss da jetzt durch. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Es fühlt sich so scheiße an. Aber es nützt ja nichts. Ihr werdet mir recht geben, wenn ich sage, keiner. Und so sollte es auch nicht sein. Es sollte eine super Erfahrung sein, ein schönes Erlebnis, weil nur dann kommen eure Kunden, Freunde, Kollegen gerne zu euch. Der zweite Aspekt, warum ihr das aber auch unbedingt jetzt schon in Farbe und Blondierung packen solltet, auch wenn ihr Leute da habt, die kein Problem haben, ist die Prävention. Ich habe es vorhin bereits gesagt und ihr wisst das, eine Allergie kann sich von heute auf morgen entwickeln. Und das will ich vermeiden, langfristig blockieren. Und diese Prävention schaffe ich mit Antidot Pro, auch wenn ich das heute schon nutze, bei Leuten, die gar kein Problem heute haben. Jetzt werdet ihr natürlich zu Recht fragen, was ist denn da so Revolutionäres drin, dass das funktioniert? Und auch das möchte ich euch gerne sagen. Der Hauptinhaltsstoff steht auch auf der Flasche. Genau hier. A12 steht da. A12 besteht aus 12 pflanzlichen Ölen. Einem Konzentrat aus 12 pflanzlichen Ölen. Und diese 12 Öle wurden pulverisiert. Ich habe genauso geguckt wie ihr. Ich hatte ein Online-Meeting mit den Verantwortlichen bei Antidot Pro, die wir das Ganze erklärt haben und haben mir dann erzählt, dass das pulverisiertes Öl ist. Wie kriegt man das hin? Man nimmt ein Öl und man kann das jetzt, wenn man das hoch konzentrieren will, ja nicht bis zur Unkenntlichkeit irgendwo reinkippen. Weil wenn ich extrem viel Inhaltsstoff haben will, dann würde ich auch die Gesamtmasse meines Produkts immer höher. Und dann könnte ich euch jetzt den Antidot Pro Kanister empfehlen, ja? Den gibt es nicht, weil der ist nicht nötig. Wenn ich ein Öl pulverisieren will, dann entziehe ich ihm jede Feuchtigkeit. Was übrig bleibt, ist tatsächlich Pulver. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann entweder einen Esslöffel nehmen, ich kann einen Teelöffel nehmen oder ich nehme die ganze Kelle davon. Das Schöne ist, ich entscheide, wie hoch ich das dosieren will. Und ich kann es weit überdosieren, als ich das sonst kann, wenn ich reines Öl nehme. Deswegen funktioniert das. Und die Kombination aus all diesen Ölen, wie Kokosöl, Avocadoöl, Arganöl, 12 verschiedene Sachen, die insgesamt schafft es, diesen Antihistamin-Effekt herzustellen.
und die Haut davor zu bewahren, eine Allergie zu entwickeln. Und nochmal, es gibt kein anderes Produkt. So, und wer mich und meine Videos kennt, der weiß ganz genau, da hört es noch nicht auf. Denn wenn ich einen Inhaltsstoff habe, der so viel Kraft hat, dann packe ich den auch noch woanders rein. Nämlich in ein Shampoo, in eine Maske und in ein Leave-In-Treatment. Und genau die drei Produkte gibt es noch von Antidot Pro. Shampoo, auch mit dem A12-Inhaltsstoff, hilft auch heute schon direkt. Für alle, die richtig Probleme haben mit ihrer Kopfhaut. Bis hin zu Ekzem, Psoriasis, hilft aber auch bei Rötungen permanent, Pickeln, Unverträglichkeiten, alles was damit einhergehen kann, wenn ich anfange gegen verschiedenste Inhaltsstoffe Allergien zu entwickeln. In der Maske auch, selbes Spiel, A12 mit drin, erzeugt denselben Effekt und das Treatment ist sogar nochmal höher konzentriert, ist ein Spray, das ich direkt auf die Kopfhaut packe, einmassiere und drin lasse. Und ich mag sie euch einfach mal zeigen, es gibt das Ganze in Kabinettgröße und auch in Verkaufsgröße, das sind 250 ml, Kabinett sind 1 Liter. Voilà meine Lieben, das ist das Shampoo von Antidot Pro Nummer 2, Cleans, und das die Maske. Und ja, auch die Maske kommt direkt auf die Kopfhaut. Last but not least, das Treatment. Und ihr seht schon, das ist mit so einem Sprühaufsatz und kann ich super genau dosieren auf die Kopfhaut, da wo ich Problemfälle habe. Mit den drei Produkten kann ich nämlich zusätzlich zu dem, was ich in Blondierung und Farbe packe, auch eine komplette Kopfhautbehandlung machen. Gerade für Leute, die heute akut Probleme haben. Und glaubt mir, das funktioniert wie Wahnsinn und ich spreche aus Erfahrung. Und wenn ich sage, ich spreche aus Erfahrung, dann meine ich das hundertprozentig so. Wer mich kennt, weiß, ich habe eine sehr empfindliche Haut. Ich bin ziemlich sensibel, was den ganzen Kram angeht. Und meine Kopfhaut ist auch schon immer gereizt, gerötet. Ich kriege ständig Pickel, vor allen Dingen hier im Hinterkopfbereich. Und ich muss halt einfach auch so authentisch und ehrlich sein. Durch das alles, was ich teste und was ich halt auch ständig, mit dem ich in Berührung komme, bin ich mir sehr sicher, dass ich gegen ein paar Inhaltsstoffe in Haarkosmetik einfach eine Sensibilität bzw. sogar eine Allergie entwickelt habe. Und genau das habe ich auch den Kollegen von Antidot Pro geschildert und die meinten dann, bitte probier das direkt mal aus und sag uns, was du davon hältst. Freunde, ich bin, und ich glaube, das merkt man auch schon, absoluter Antidot Pro Fan. Ich habe nichts mehr auf meiner Kopfhaut. Ich habe keine Rötungen mehr, ich habe keine Pickel mehr, ich habe gar nichts mehr. Ich habe eine super aussehende Kopfhaut, die permanent genauso sein soll, wie sie ist. Sie fettet nicht mehr so sehr, wie sie das vorher getan hat. Und ich fühle mich einfach besser damit. Alles, was ich benutzt habe, ist das Shampoo und das Treatment. Ich habe mit dem Shampoo gearbeitet, die ersten Male auch die Maske mit aufgetragen und dann das Treatment am Ende hinterher, dieses Spray, was ich gerade gezeigt habe. Einmassiert alles. Das Shampoo habe ich auch 5 Minuten einwirken lassen, immer wenn ich das benutzt habe. Und 2 Wochen hat es gedauert und seitdem bin ich symptomfrei. Und das hat mir auch die Augen geöffnet, zu sagen, okay, das ist nicht irgendwie hohles Versprechen oder nur Marketing, sondern es hat wirklich genau diesen Effekt, den ich euch gerade beschrieben habe. Es ist abgefahren. Ich bin so glücklich, seitdem ich das nutze. Und das heißt nicht, dass alles andere, was ich habe, nicht auch mega ist. Das heißt vor allen Dingen, dass das ist, was bei meiner Haut und bei meinen, sagen wir mal, allergischen Problemen den meisten Sinn macht, zu nutzen. Und dann gibt es noch ein 5. Produkt. Und das ist vor allen Dingen für unsere Söhre mega interessant. Und ich glaube sogar eine Sache, die wir sofort alle haben sollten. Auch da gibt es eine mega Story dazu. Einer unserer Kollegen, der hat an den Händen wirklich Ekzem, ja? Und jetzt muss ich die Betonung legen auf hatte. Denn es gibt von Antidot Pro auch eine Handcreme. Und die ist bombastisch. Tatsächlich bildet sie auf den Händen eine protektive Schicht. Ich packe mir damit quasi einen zweiten Säureschutzmantel auf die Hände. Und dieser Schutz hält auch 2-3 Handwäschen aus. Ich verliere das nicht komplett, auch wenn ich mir die Hände wasche. Und gerade wir, die wir ständig Hände in Wasser haben, abspülen, überall immer wieder Nassarbeiten tätigen, gerade für uns ist das der Wahnsinn, weil es unsere Hände intakt hält. Das sind die Präzisionswerkzeuge, die wir haben. Das ist es, womit wir unser Geld machen. Und deswegen müssen wir unsere Hände schützen. So viel und so gut es nur irgendwie geht. Und ich möchte sie euch natürlich auch nicht vorenthalten. Das ist die Handcreme von Antidot Pro. Und jetzt gibt es natürlich eine berechtigte Frage. Wie riecht sie? Und ist da Parfüm drin? Die Creme ist parfümfrei und sie riecht nach Blaubeeren. Warum? Werdet es kaum glauben. Da ist Blaubeere drin. Ja, ich weiß, da war vielleicht nicht so gut. Doch Blaubeeren enthalten Antioxidantien. Und zwar eine Menge. Und das schützt zusätzlich noch vor freien Radikalen.
Plus, ich muss euch ehrlich sagen, ich stehe auf den Geruch. Oh ja, mag vielleicht übertrieben rüberkommen. Aber wer sich schon kennt, packt mal in die Kommentare, wie es ist für euch. Ich persönlich bin absoluter Fan. Das ist alles, was es zu Antidot Pro zu wissen gibt. Solltet ihr auch noch Fragen haben, Wünsche, irgendwas unklar sein, schreibt mir hier in den Kommentaren. Schreibt mich direkt an. Ich antworte so schnell ich kann und schaffe alle eure restlichen Unklarheiten aus dem Weg. Dann war das Antidot Pro. Ich bin Tom von Pulse of Beauty und ich freue mich, euch bald wiederzusehen.